Da wird einem das Herz rausgerissen. Das ist, erst sind sie geschockt, sie wissen nicht was, sie sind geschockt. Sie erfahren, er ist tot, dann brauchen sie 2-3 Monate, es überhaupt zu realisieren, dass er nicht mehr nach Hause kommt. Und dann im Nachhinein, das ist, das wünscht man niemanden, niemandem. Jeder, der mich kennt, der weiß, wie ich vorher war. Ich habe immer nur Witze gemacht und heute bin ich ganz anders. Er war der Sonnenschein der Familie. Er war fürs Leben fertig gemacht. Und dann passiert so etwas. Meine Tochter hat mir eine SMS geschrieben, Schießerei in der Stadt. Ich habe die Jungs sofort angerufen und angeschrieben. Karim und Aziz haben sich gemeldet. Und Aziz sagt zu mir, Papa, nicht in der Stadt, in Kesselstadt. Habe ich gemeint, wo? Am Lidl. Und da gucke ich aus dem Fenster, ich sehe den Hubschrauber. Und Hamza hat sich nicht gemeldet. Und dann habe ich sofort meine Jacke angezogen und bin raus. Ich bin da hingekommen, die Polizei war schon da. Das war so teilabgesperrt. Ich habe die gefragt, wo ist Hamza? Da kennt jeder jeden. Die haben mir gesagt, der vorne im Kiosk liegt. Hinten von der Arena-Bar hat mir keiner was gesagt, wer da ist. Und dann bin ich um das Haus rumgegangen, weil der war noch nicht abgesichert. Ich bin ums Haus rumgelaufen. Ich wollte in die Arena mal reingucken durchs Fenster, aber das ist so Milchglas. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe nur die Einschusslöcher durchs Fenster gesehen. Und dann bin ich nochmal zurück und der Lebensmittelhändler Metin, Aydin, sagt mir, wen suchst du? Ich sagte, Hamza. Mein Sohn sucht. Ich sagte, welchen? Ich sagte, Hamza. Und da klopft er mir so auf die Schulter und sagt zu mir, geh doch nach Hause, du weißt doch, der geht da nicht rein. Kennst du ihn nicht? Und dann habe ich Juma angerufen. Sein Handy war leer, also Akku war leer. In dem Augenblick stand ein Polizist vor mir hinter der Absperrung. Ich habe gesagt, ich suche meinen Sohn, wie sieht er aus? Ich habe gesagt, So ist er angezogen. Er war so auffällig angezogen, das sieht man aus seinem Flugzeug. Und da guckt er mir in die Augen und sagt zu mir, so einer liegt hier nicht drin. Und ich sehe, wie die Hamza raustragen. Ich sehe, wie sie ihn raustragen, aber ich habe ihn nicht erkannt. Weil er war komplett abgedeckt. Komplett abgedeckt. Und dann auf einmal stand der Juma neben mir. Ich sagte, Juma, wo ist der Hamza? Er ist drin. Und dann ging es los, von einem Polizisten zum anderen. Und dann hat der Aziz mich angerufen und sagt zu mir, Papa, Hamza ist im Krankenhaus, er ist leicht verwundet, er hat einen Armschuss. Leicht verwundet. Dann habe ich meine Frau angerufen. Die hat mich abgeholt, oder ich habe sie abgeholt. Mit uns war der Aziz, der Juma, der Karim, der Jüngere, in ein Krankenhaus, da war er nicht, da war der Idris. Dann sind wir ins zweite Krankenhaus gefahren, da war der Momo und der Mohammed. Hamza war nicht da. Dann habe ich mein Handy genommen, Google, alle Krankenhäuser, größeren Krankenhäuser abtelefoniert. Berufsgenossenschaft hat zu mir gesagt, wir haben einen Schwerverletzten, die Ärzte kämpfen, wir wissen nicht, wer es ist. Am Telefon hat er es mir gesagt. Aber fahren Sie zum Polizeipräsidium, die geben Ihnen Informationen. Das habe ich dann gemacht. Wir kommen dahin, da stehen so 10 Mannschaftsbusse. Die Polizisten stehen da mit diesen Sturmgewehren. Und er sagt zu mir eiskalt ins Gesicht, fahren Sie nach Hause, Sie werden angerufen. Hier ist zu viel los.
Dann habe ich sie zum Tatort gefahren. Ich wollte wissen, wo mein Sohn ist, in welchem Krankenhaus. Da haben die uns ausgebremst. Sie werden, bleiben Sie hier. Dann haben die uns in so einen kleinen Bus gesetzt und in die Halle gefahren. Und wir mussten uns alle ausweisen, die haben die Daten aufgeschrieben, wen wir suchen. Um 2:30 kommt der Polizist rein und fragt, ruft uns durch. Hier sind wir, wer sind wir? Ich bin der Vater, das ist die Mutter, das sind die zwei Brüder. Wir kommen gleich zu Ihnen, bleiben Sie ruhig. Und es ging dann so bis 6:30. Ich bin alle halbe Stunde vor, hab gesagt, sagen Sie mir doch bitte, wo er ist. Kurz vor 6 sagt er zu mir, die Polizeistreife ist auf dem Weg ins Krankenhaus, die müssen den Verletzten identifizieren, weil es bringt ihnen nichts, wenn wir ihnen falsche Informationen geben. Die Aussage tätigt er. Und kurz nach 6 kam er raus und hat angefangen, die Namen durchzulesen. Eiskalt. Meine Frau ist zusammengeklappt, meine Tochter. Ich habe gesagt, rufen Sie bitte den Krankenwagen, dass Sie Spritzen bekommen. Ich bin hilflos, was soll ich denn machen? Nein, es muss raus. Die müssen weinen. Dann sind wir nach Hause gefahren, die haben uns so eine Nummer gegeben, so eine Hotline. Dort bekommen wir die, ab 8 Uhr können wir anrufen. Ab 8 Uhr. Wir sind nach Hause gekommen, ich habe da angerufen, dann habe ich die Hausärztin angerufen, die ist gekommen, die wusste auch, was los ist. Hat meiner Frau eine Spritze gegeben, meiner Tochter eine Spritze. Meinen Söhnen, ich musste bei klarem Kopf, einer muss. Und um 10:30 rufen die mich zurück. Die wissen nichts, die wissen nicht, wo mein Sohn ist. Beschlagnahmt. Mittag. Am nächsten vormittags. Tag. Am nächsten Tag vormittags. Beschlagnahmung der Leiche, Spurensicherung, Generalbundesanwalt. Das hat sich für mich so angehört, als ob jemand gekommen wäre, hätte in den Kofferraum rein und hat ihn weggefahren. Die wissen nicht, wo er ist. Dann kam die Beerdigung. 8 Tage wussten wir nicht, wo er ist. Wir wussten es nicht. 8 Tage. Die waren mehr damit beschäftigt, uns auszufragen, wer da war, wer was gesagt hat, was wir gesagt haben, in dem Wortlaut oder anders, weil die müssen Bericht schreiben. Dann kam der Anruf Leichenfreigabe mit der Ankündigung, welcher Bestatter kommt. Aber nur der Bestatter, keine Familienangehörigen. Nur er darf die Leiche abholen bei der Gerichtsmedizin. Das war Dienstagabend. Am Mittwoch bin ich zum Friedhof gegangen, um zu sehen, wo das Grab ist, die Friedhofsverwaltung. Mein Sohn lag da in der Leichenhalle. Und ich habe gesagt, ich will ihn sehen. Sie müssen warten, bis der Bestatter kommt. Er hat gesagt, nein, ich warte nicht, ich will ihn jetzt sehen. Weil ich wusste nicht, an was er gestorben ist. Keiner hat es uns gesagt. Die einen haben gesagt Kopfschuss, die anderen sagen, ihm wurde zweimal in die Brust geschossen. Ich weiß es nicht. Ich wollte ihn sehen, um zu entscheiden, ob die Familie ihn sehen kann oder nicht. Und dann kam ich dahin, diesen Anblick werde ich nicht vergessen, solange ich lebe. Die haben ihn so zugerichtet, ich weiß nicht, wie viel Hass ein Mensch in sich tragen muss, um einer Leiche so etwas anzutun. Hat es nicht gereicht, dass er tot ist? Hat es dir nicht gereicht? Und dann sagen die, es muss sein. Wir müssen es genau wissen. Er hätte ja auch einen Herzinfarkt haben können. Aber wenn ich wissen will, wieso es passiert ist, dann sind die taubstumm. Nach 3 Wochen kam der Obduktionsbericht. Und dann habe ich gesehen, um 1:15 Uhr wussten die Polizei, dass er tot ist. Da waren die da im Krankenhaus.
Wissen Sie, wie der ihn beschrieben hat? Orientalisch. Orientalisch-südländisch. Augenbrauen gezupft. Das ist eine Lüge. Und kein Widerspruchsberechtigter bekannt gegen die Obduktion. Die haben es am nächsten Tag gemacht, der war nicht mal kalt. Haben die gedacht, er steht auf und geht nach Hause. Die haben uns nicht erlaubt, dass wir ihn sehen. Den Gerichtsbeschluss haben sie sich später geholt. Und da steht drin, die haben mit uns gesprochen. Das ist eine Lüge, die lügen. Die haben den Täter besser behandelt als meinen Sohn. Wissen Sie das?